Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Kapitel hier aus der Horbos Hollow. Und zwar haben wir hier noch das Feld 23, welches ein Auftrag ist von Samuel Ortega zu ernten. Da haben wir jetzt auch gleich gestartet, müssen aber auf jeden Fall anderweitig noch weiter, arbeiten. Deswegen gehen wir gleich mal zum Haupthof zurück und gehen gleich mal die Kalkmaschine holen. Weil wir müssen unbedingt noch das Feld 6 bekalken, müssen auch dies dann noch grubbern. Also eigentlich sehr viel Arbeit gibt es noch zu tun. Wir haben auch noch einen quasi vollen Ballenwagen stehen. Da gilt sich zu überlegen, ob wir einfach einen zweiten Wagen holen oder ob wir erstmal diese wegfahren. Ich glaube, wir brauchen selbst hier kein Stroh jetzt. Das heißt, wir könnten dieses Stroh entweder lagern oder verkaufen. Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass wir nur noch gerade 35.000 Euro im Konto, auf dem Konto haben, nehmen wir den schlechten Preis in Kauf und verkaufen dies. So, dann machen wir hier gleich mal einen Kurs. Ich glaube, da müsste sogar noch ein Kurs da sein. Für das Kalken, das ist nicht der richtige. Also das heißt, dann erstellen wir hier einen Kurs für das Kalken des Feld 6. Okay, dann müssen wir den hier wegstellen, weil sonst ist der nämlich hier im Wege. Und dann können wir, nachdem hier durchgegangen ist, hier anfangen mit grubbern. So, dann lassen wir hier doch mal den Jochen da ist das Kalk ausbringen, während wir wieder hochgehen zum Feld 23 und gucken mal, was wir hier tun können. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich in den einsteigen. Dann starten wir den mal, schieben wir schon mal einen Gang ein und dann warten wir eben hier, bis der Füllstand etwas größer ist. Wir könnten auch die Ballenpresse hochfahren mittlerweile. Das haben wir. Die Ballenpresse sollte dann eigentlich hier sein. Das ist der Ballenwagen, da sehen wir, da haben wir noch einiges an Ballen aufzunehmen. Dann fahren wir das noch mal hier durch, dass wir hier mal die Ballen aufladen. Die fehlenden Ballen nehmen. Das heißt, wir könnten trotzdem überlegen, ob wir das lagern, ne? Oder wir könnten es halt jetzt verkaufen. Wir dürfen ja eh nicht zum besten Preis verkaufen. Das ist ja die Abmachung mit den hiesigen Bauern, dass wir halt einfach den tieferen Preis nehmen. Dann schauen wir mal, wo wir das am besten hinbringen. Da haben wir Stroh. Das bringen wir anders. An die Hobos Ballenverkaufsstelle. Dann gucken wir mal, wo diese zu finden ist. Und zwar müsste die hier unten sein. Genau, dann müssen wir hier noch runterfahren. Machen wir auch. Dann setzen wir uns auf den Weg und fahren erstmal diese hier verkaufen. Auch wenn das ein bisschen dauert, wird das schon gehen. Okay, Rolena im Drescher hat einen Füllstand von 37 respektive 38%. Das heißt, nur einfach ein Auge drauf halten. Das dauert noch ein bisschen, bis die mehr als 80% kommt, damit wir dann entsprechend abfahren müssen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu dem Ballenverkauf, verkaufen diese Ballen auch wenn der Preis nicht gut ist, aber es bringt uns auf jeden Fall etwas Geld ein. Wir sind wirklich nicht gerade gut bei Kasse jetzt hier bei 35.222 Euro und Tendenz abnehmend, da wir natürlich die Helfer auch irgendwo bezahlen müssen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein sehr, sehr schönes Wochenende. Mein Wochenende war sehr, sehr schön, sehr harmonisch. Meine Tochter, die jetzt 7 Jahre alt ist und diesen Sommer 8 wird, ist einfach ein pflegeleichtes Kind. Die hat, ja, ist mit sehr wenigem zufrieden. Das Einzige, was sie einfach will, ist mal eine Umarmung von Pa.
oder von Mama oder eben auch von meiner Freundin. Nadine versteht sich da extrem gut mit. Es werden richtig dicke Freunde werden, Freundinnen werden auf lange Zeit. Also richtig schön. Auf jeden Fall, ja, ist meine Tochter einfach immer zufrieden dann, wenn sie, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit hat, Zuneigung. Sie will da, sie hat da keine großen Ansprüche, was, ja, Spielsachen und so weiter. Sie will einfach hier sein mit mir, mit meiner Freundin. Ja, einfach einen Moment zusammen verbringen und eine Umarmung. Wir haben auch ein bisschen Monopoly gespielt, natürlich mit Kinderregeln. Dann ist sie einfach glücklich, wenn sie beschäftigt ist und ein bisschen, ja, unsere Zuneigung bekommt. Das ist das, was sie will und das ist das, was ein Kind auch braucht. Letzte Woche wurde ja das Precision Farming DLC angekündigt von Giants, welches am 19. April rauskommen soll. Es ist dies eine sehr, sehr interessante Addition zu diesem Spiel. Vor allem die Hintergründe über das EIT, also das European Institute of Technology. So, mal gucken, wo jetzt genau der Bahnverkauf ist. Das ist Referentgetreide. Ich muss noch weiter runterfahren. Wo bin ich denn jetzt gerade? Jetzt bin ich ganz falsch gefahren. Das heißt, ich muss hier runterfahren. Okay, das heißt, ich bin da falsch gefahren. Dann fahren wir eben das anderswo hin. Dann machen wir so, dass wir erstmal versuchen, das Autodrive hier zu nutzen. Und zwar, glaube ich, ist es hier unten. Farmers Market. Lass den mal jetzt mal dahin fahren. Mal gucken, wie das geht. Also ich habe das jetzt hier noch nicht im Einsatz gehabt, Autodrive. Okay, wunderbar. Dann geht das seinen Weg. Dann können wir nämlich jetzt die Rolena abfahren gehen. Ich glaube, die ist jetzt auch bei 60%. Jochen hat den Tank leer. Das heißt, kommt alles aufs Mal. Ich fahre jetzt erstmal die Rolena ab, damit der Drescher weitermachen kann. Also wir sitzen hier in dem 4755er, im 4955er Traktor von John Deere. Dies ist ein Modell, das wurde von 1988 bis 1992 gebaut, und zwar in der Werkstatt oder in der Fabrik von Moline, Illinois. Also in der Urwerkstatt eigentlich. Besitzt einen 6-Zylinder 200 PS Motor. Das ist zumindest so, wie er ursprünglich gebaut worden ist. Hier wurde er ein bisschen aufgemotzt und hat hier 224 PS in dieser Ausführung. Ja, 1988, da war ich schon nicht mehr Kind, fast. Da merkt man dann einfach auch, wie schnell die Zeit geht. Dass man dies quasi schon als Youngtimer gibt. So, ein bisschen schneller muss ich gehen. Mal gucken, wie das hier ausgeht, ob ich da noch einen weiteren Hänger brauche, um abzufahren. Ich habe ja noch die Krampe Halfpipe im Hof stehen. Okay, Rolina ist jetzt erstmal bei 6%. Das sollte auf jeden Fall gehen, aber ich komme hier kaum den Berg hoch. He? Gut, vielleicht sollte ich auch andere Gänge verwenden. Aber ich lasse mich jetzt erstmal hier stehen. Weil dann kann ich nämlich dann den Berg runter abfahren. 80% habe ich da drin. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz zu Jochen, hilft ihm mit dem Auffüllen. Dann füllen wir den auf mit Kalk. Stellen den dann wieder dahin, damit Jochen weitermachen kann. Oder vielleicht kommt ja jetzt ein anderer Helfer zum Zuge. Derweil sollte dann auch der andere der beiden Wagen am korrekten Punkt stehen, damit wir die Ballen verkaufen können. Was ja eigentlich eben gut tut, weil wir jetzt schon wieder ein bisschen weniger Geld haben. Wir haben um die 35.000 im Moment. Das muss gebessert
werden, wobei ja, wie gesagt, nicht unser Hauptziel ist nicht eine Geldanhäufung, sondern einfach die Erledigung der oder die Hilfe der lokalen oder die Unterstützung der lokalen Bauer. Der Fahrer ist beim entsprechenden Punkt angekommen. Ich schade, dass Autodrive nicht auch diese Version nutzt von diesem Helfer-Helfers-Namen, sondern dass da tatsächlich immer noch der Helfer und dann eben der Fahrzeugname angezeigt wird. Aber das ist schon was. Das heißt nicht Helfer A, B oder C. Aber das ist in Ordnung. So, Füllstand bei Rolina ist 19%. Also da geht noch einiges rein. Jochen haben wir hier auch eigentlich bereitgestellt. Ich glaube, die Breite von 24 Metern ist auch jetzt die korrekte Streuweite für Kalk. Das glaube ich, das sieht ganz gut aus. So, dann nehmen wir hier nächster, nahester Wegpunkt. Dann nehmen wir hier das auch in den Speicher rein. Also zum Abspeichern eines Kurses unten auf Kurs speichern klicken, dann auswählen, in welchen Ordner das kommt, dann den Namen vergeben und OK klicken und dann haben wir hier entsprechend diesen Kurs gespeichert in dem Ordner zum Feld 6. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter und lösen mal das aus. Und zwar Y. Okay, dann haben wir hier noch eine Balle. Die schieben wir jetzt einfach mal ein bisschen näher rein. Das heißt, wir haben jetzt 48.000 Euro. Das heißt, wir haben jetzt ca. 13.000 Euro. Gut gemacht, sehr schön. Das heißt, das hat sich also tatsächlich ein bisschen gelohnt, dass wir das trotzdem verkauft haben. Auch wenn es jetzt gerade nicht der beste Preis war, aber das ist egal. So, dann stellen wir diesen zurück zum Feld, das wir vorhin... So, das heißt, wir könnten hier jetzt schon sagen, der soll jetzt zum Feld 56 hochfahren. 56, dann ist er auch beschäftigt. Dann schauen wir, Rolina hat 33% Füllstand. Da müsste mir tatsächlich eventuell noch etwas hochnehmen. Dann haben wir hier die Ballenpresse, die stellen wir jetzt auch zum Feld 23 hoch, weil hier alles gepresst ist. Wir könnten das mal versuchen, auch mit dem Autodrive zu machen, damit wir einfach ein bisschen Zeit gewinnen. Die Zeit läuft, es ist 16 Uhr, also lange haben wir nicht mehr Zeit. Hier müssen wir noch die Ballen aufräumen und dann geht es weiter zum nächsten. Was ich hier auf jeden Fall sicherstellen will, dass die Kurvengeschwindigkeit, die muss man jedes Mal neu einstellen, das finde ich scheiße. Entschuldigung, finde ich nicht sehr gut. Das heißt, auch wenn man hier sagt, als Standard speichern, das wird nicht gespeichert. Tatsächlich, jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, muss das neu eingegeben werden. So, dann könnten wir ja eventuell, könnten wir den schon runterfahren, da wo dann das abgeliefert werden soll. Und zwar ist dies diesmal tatsächlich beim Bubagamp Bauernmarkt. Mal gucken, ob wir den hier überhaupt als Verkaufspunkt drin haben. Bubagamp. Ich nehme mal an, das ist das hier. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe leider das Polnisch nicht. Nehmen wir es mal an. Es spielt ja keine Rolle. Können wir den mal da runterfahren lassen. So, dann schauen wir wieder bei Rolina rein. Und die kommt jetzt dann im nächsten Vorgewende an uns vorbei. Das heißt, wir können einfach mal warten hier, bis der da ist. Wo ist denn der? Der kommt jetzt dann zum Feld 56. Das heißt, wir könnten dem dann den Befehl geben, dass der weitermachen soll mit dem Ballen sammeln. Und zwar müssen wir das hier jetzt so machen, Kurs aus Fahrzeug löschen. Dann können wir dem einfach den Auftrag geben, sammeln und Wickelballen. Genau. Mal gucken, ob er die Arbeitsstellung ist eingenommen worden. Das ist hervorragend. Dann ist der 23er oben angekommen.
Er ist auf dem korrekten Weg. Das heißt, jetzt kommt Rolena hier daran vorbei an uns. Das heißt, wir starten den Motor und fahren mal ein bisschen rüber, damit sie auch abladen kann hier. Das heißt, ich glaube, das würde dann fast reichen, auch dass wir nicht nochmal, dass dann der Drescher voll ist. Der kann dann bis voll fahren. Das reicht, glaube ich, dann auch. Das Rohr fährt schon aus. Fahr, Rolena. Alles gut. Du hast da 3 Meter, also zwischen dir und mir, liegen. Kein Problem. Wunderbar. Das klappt ja hervorragend. Jetzt hast du wieder Angst, dass wir uns zu nahe kommen. Ah, das ist, weil ich voll bin. Ich bin bei 99%. Okay. Wunderbar. Dann fahre ich den jetzt auch. Lasse ich den auch runterfahren. Das kann ja auch automatisch gemacht werden für Auto Drive. Eben gesagt, also der Traktor hier, Baujahr zwischen 1988 und 1992. 6 Zylinder, 200 PS. Konnte man entscheiden, kaufen entweder in der 2- oder 4-Rad-betriebenen Version. Das hier ist ein 4-Rad-betriebener. So, jetzt gucken wir mal, ob der andere in die richtige Richtung fährt. Weil dann können wir es nämlich noch korrigieren. Wo ist der? Der fährt hier hin. Die Steinbrecher. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Da bist du hier falsch. Margret, dann bist du hier falsch. Dann bist du hier definitiv falsch. Dann gibt es, muss ich hier gucken, welches denn hier der Uber-Farmer-Markt ist. Gibt es den nämlich hier gar nicht. Ah, das ist denn hier oben. Das ist falsch. Okay, das heißt korrigieren. Das können wir hier gleich mit dem hier machen. In den Fahrstock einsteigen. Dann schauen wir hier. Da kommt nämlich der. Kommt. Ich glaube, das muss ich so umstellen. Und dann kann ich den runterziehen. Genau, den habe ich nämlich immer gesucht hier unten. Aber jetzt ist ja das gelöst. Dann haben wir das hier da drin. Und dann können wir den jetzt auch losschicken. Bin mir gerade mal überlegen, ob ich jetzt die Ballenpresse schon losschicke, weil das Problem ist jetzt, wenn die nämlich hier dann Ballen ablegt, dass das beim Wenden für Rolena ein Problem wird. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal sein. Ich glaube, die Ballensammler, der ist immer schon oder schon fertig, müsste eigentlich durch sein. Genau. Ist durch, das heißt, er geht auch hoch zum Feld 23. Den fahren wir jetzt aber selbst hoch. Also wir haben ein bisschen gutes, einen guten, sagen wir mal, guten Lauf gehabt. Wir haben jetzt das Stroh verkauft gehabt erstmal, was uns 13.000 Euro reingebracht hat. Das ist hervorragend. Wir werden uns dann gleich, es ist nämlich jetzt 16.30 Uhr, werden wir uns mal die Tiere angucken, wie die mittlerweile sind. So, mache mich hier mal Platz damit, da der andere Helfer nicht in die Quere kommt mit seinem langsamen Trecker, dem 4955er. Ach, der fährt gar nicht hier unter. Runter, der fährt gerade lang weiter. Dann haben wir noch den hier, denn den können wir, mögen wir vorne hier durch. Ja, kein Problem, da kriegen wir vorher durch. Dann gehen wir damit auch da hoch. Wenn wir dann nochmal 13.000 kriegen, das heißt richtig gut, dann haben wir 61.000. Hervorragend. Das würde einiges helfen oder zumindest ein bisschen Sicherheit geben, dass wir auch irgendwie über den Winter kommen. Es ist noch ein bisschen Zeit hin. Wir können noch einiges in Aufträgen machen, denke ich. Jetzt haben wir dann den August erstmal abgeschlossen. Dann kommt September mit 4 Tagen, Oktober mit 4 Tagen. Also geht es doch noch ein bisschen dann vorwärts. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier die Ballenpresse hier drüben stehen. Die ist hier durchgefahren durch das Gebüsch. Okay, Rolena ist bei 45%. Die müssen wir definitiv nochmal abtanken. Das heißt, wenn jetzt jemand schon am Bubas
Bauernmarkt unten wäre. Was ist denn hier los? Das klappt nicht ganz so, wie ich das wollte. Das heißt, hier müssen wir doch mal ein bisschen andere Methoden anwenden. Was komisch ist hier. Okay. Dann müssen wir zurücksetzen. Und dann müssen wir die manuell auf die Hauptstraße fahren. Könnten wir eigentlich hier rumfahren. Ja, wenn du jetzt da noch kurz warten würdest, dass wir rumkommen, dann wäre das natürlich eine sehr, sehr schöne Geste. So, jetzt sollte eigentlich das funktionieren. Das mit dem Kurvenfahren ist echt ein Problem hier. So, der ist auch noch nicht ganz unten. Der kommt aber dann bald an. Dann haben wir, glaube ich, Feld 56 ist eigentlich abgeschlossen. Wie sieht es denn bei Jochen aus hier unten? Der braucht noch ein bisschen was, nicht mehr viel. Ist eigentlich auch fast durch. Das heißt, wir könnten dann eigentlich schon anfangen mit Mulchen. Wenn ich jetzt hier rausfahre, können wir den Mulchauftrag eigentlich schon starten, weil der kommt sich dann nicht groß in den Weg. Genau, dann machen wir dann hier. So. Kurs wählen. Das machen wir jetzt gleich gemeinsam. Das wird mir das genau verstehen. Also hier einmal den Kurs aus dem Fahrzeug löschen. Haben wir Feld 6. Dann haben wir hier noch keinen Kurs. Das heißt, wir legen diesen Kurs fest. Job erstellen. Wir starten hier in diesem Feld. Öffne. Dann machen wir 4 Vorgewände. Generieren den Kurs. Dann gehen wir ins Fahrzeug und legen los. Klappen den auf. Nehmen den ersten Wegpunkt. Und wenn wir da sind, starten wir das und können den jetzt natürlich abspeichern. Und zwar Kurs speichern, wie gesagt. Einmal Kurs speichern, dann auf den. Und dann sagen wir Obern 06. Das ist dann eben dieser Job hier. Somit haben wir diesen gespeichert. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den Streuer rein wieder und holen jetzt noch das restliche Kalk. Dann haben wir die Felder hier bei uns schon mal vorbereitet für die nächste Aussaat. Wird dann aber im September passieren. Das kriegen wir heute nicht auch noch hin, dass wir die beiden Felder aussehen. Das geht definitiv nicht mehr. So, ich würde danach sagen, wir werden dann trotzdem noch den Kramp Halfpipe Hänger hochholen für 23, damit eben, ja, ich weiß nicht, wie die anderen jetzt gerade stehen. Die Rolina hat wieder einen Füllstand von 60, also 2/3. Das heißt, das wird demnächst nicht mehr reichen. Bis dahin sind die anderen beiden nicht zurück. Das heißt, hier werden wir jetzt mal kurz manuell drüber fahren, da den Rest noch manuell abkalken. Okay, diese 2-3 Dingens, die lassen wir gerade stehen, das ist kein Problem. Kleine Streifen, das ist absolut ertragbar, vertretbar und ertragbar, genau so. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welchen wir dann nehmen für den Krampe, welchen Trecker. Brauchen wir nicht einen sehr, sehr starken. Da können wir einen kleinen Traktor oder mittelgroßen Traktor nehmen. Ich würde mal sagen, dass wir. Das reicht, glaube ich, auch. Das heißt, jo, dann stellen wir den weg. Da hat er seinen Dienst erledigt für die nächsten paar Monate. Also dieses Jahr brauchen wir den hier nicht mehr auf dem Hof, weil wir haben ja auch keine weiteren Felder jetzt im Moment. Wie sieht es aus? Da muss ich einen Zicken zurückfahren und könnten den auch noch sauber machen derweil. Wunderbar. Dann haben wir den wieder glänzend, sodass die Besucher hier in diesem Versuchszentrum der Kooperative hier rund um das John Deere Testing Kooperativcenter herum können die Zuschauer kommen und finden wieder einwandfrei gewartete Geräte. Das heißt, ich hier auch natürlich auch noch den Motor aus, dann kann man hier die zumachen.
Und gehen mal gucken, wie das hier unten ausschaut. Also wir haben hier die beiden da unten stehen. Der kommt hier nicht um die Ecke irgendwie. Das habe ich eigentlich schon fast erwartet gehabt, dass der da ein Problem hat. Müsste jetzt aber so klappen. Jawohl. Rolena ist bei 84%. Ich glaube, der Rest, was Rolena da drin hat, das wird dann nicht mehr abgeliefert. Ich glaube, dass der Rest ist dann für uns. Ich lade jetzt mal ganz vorsichtig ab. Ich möchte aber eigentlich noch stehen bleiben hier. Das heißt, wir nehmen dann den anderen Trecker, den stoppen wir den. Den stoppen wir und fahren den auf den anderen Teil. Geht nämlich auch hier. Olena ist fast voll. Ich weiß nicht, wie viel noch fehlt da oben. Der Auftrag ist zu 60% abgeschlossen. Bei Feld 23. Das wollte ich nicht, aber ja, gut. Dann holen wir noch einen Trecker, holen den Krampe Überladewagen. Dann steigen wir hier in diesen ein. Ist egal, was wir jetzt gerade nehmen. Fahren wir den Krampe hoch. Ja, wir kommen schon. Der volle Kontakt, den lassen wir gleich abzapfen. Und zwar haben wir, ich glaube, der Krampe hat, glaube ich, 12.000 Liter Platz. Das heißt, es würde nicht ganz reichen, Rolena leer zu machen. Aber ist egal. So. So, um die Schwad hier aufnehmen zu können, können wir auch dasselbe machen. Wir können denselben Kurs auswählen wie der Drescher, wenn ich überhaupt für den Drescher einen Kurs festgelegt habe. Das müssen wir mal kurz gucken, weil das wäre ganz sinnvoll. Okay, das war wieder... Ich habe das Piepen nicht gehört. Hat jemand das Piepen gehört? Okay, das heißt, automatische Ablade ist nicht an. Deswegen hat es auch nicht gepiept, wahrscheinlich. So, dann steigen wir mal bei Rolena ein, gucken mal den Kurs an. Ist ein temporärer Kurs, das heißt, wir müssen den speichern, und zwar nehmen wir den Vertrag, sagen wir Harvester, und dann die 23 wird gespeichert. Dann haben wir in der Ballenpresse dann auch die Möglichkeit, diesen Kurs auszuwählen. Und zwar lassen wir hier mal den Kurs aus Fahrzeug löschen und dann Kurs laden, und zwar die 23, und dann ist es auch passiert. Man müsste dann auch schon mal zwischenzeitlich dann der Krampe hochgefahren kommen. So weit ist es, glaube ich, nicht gewesen. Dann nehmen wir hier den ersten Wegpunkt und dann geben wir den Startbefehl. Okay. Der Krampe steht wo? Ich verstehe nicht ganz, warum der unten lang fährt. Da muss wohl hier mit dem Kurs was nicht stimmen, wenn er hier unten lang fährt. Ist nicht schlimm. Wir haben Zeit. Das ist das Schneidewerk. Das ist der Ballen. Sammler könnten wir ja eigentlich manuell steuern, damit wir so schnell wie möglich diese Ballen aus dem Weg bekommen da, damit die nicht im Weg sind, wenn die gewendet werden muss. Das heißt, schauen wir mal, ob der gleich schon eingeschaltet ist. Ich glaube, nein. Muss umgeschaltet werden. Jetzt ist gut. Dann fahren wir da der Ballenpresse hinterher. Über. Okay, wunderbar. So, 13.000 haben wir gemacht mit dem letzten, mit der letzten Fuhre an Stroh. Ich wünschte mir, dass wir das Follow Me, die Follow Me Mod schon drin hätten. Okay, ist gut. So. Wir werden jetzt diese Ernte noch durchführen, werden noch das Korn abladen.
Und dann werden wir dieses Kapitel beenden und damit auch den August. Und dann geht es erst richtig los dann. So, der Krampe ist hier. Das heißt, ich übernehme jetzt hier. Ich hoffe, das reicht dann auch. Müsste aber dann eigentlich reichen. Weil wir haben alle drei Felder zusammen jetzt hier dann geladen. Das heißt also, die zwei Kipper, die unten stehen schon am Abladepunkt, das müsste eigentlich sogar reichen für alle drei Felder. Müsste, sage ich. Also ja, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Kapitel, also ich wollte dieses Kapitel einfach machen, damit wir durchkommen, weiterkommen und dass wir dann weitermachen können mit unserer historischen oder analytischen Abhandlung hier um die Gegend im September. Ich wollte unbedingt jetzt hier den August noch abschließen mit der neuen Woche, sodass wir eben weiterkommen. Ich werde danach auch ein bisschen das Konzept ändern, würde dann nicht einfach eine halbe Stunde machen, live hier raus, sondern würde dann ein bisschen mehr zusammenschneiden, dass wir wirklich einen ganzen vollen Tag zusammen in ein Kapitel reinnehmen. Dass da ein bisschen mehr los ist, ein bisschen spannender wird, ein bisschen komprimierter wird, weil es ist nicht unbedingt das Lustigste, einfach hier bei der Ernte zuzugucken, sondern was ihr sehen wollt, ist natürlich der Inhalt, was damit passiert und so weiter. Ich glaube, wir werden dann auch irgendwann mal trotzdem eine Mühle kaufen, weil wenn wir so viel Getreide jetzt dann haben, Hafer, dann könnten wir das natürlich da entsprechend verwenden und natürlich ein bisschen besser veredeln. Auch wenn wir nicht den besten Preis nehmen zum Verkaufen von Mehl und so weiter, wir könnten diese Mühle hinstellen für die allgemeinen, ja, für die Allgemeinheit hier, die könnte genutzt werden. Da können sie ihre eigenen quasi ihr eigenes Mehl herstellen. Dann, wenn wir das eben dann weitermachen mit der Kooperative, das eben unter einem quasi Dach der Gegend gemeinsam produziert wird, hat man größere Mengen, die man absetzen kann. Unter einem Dach wird natürlich dann entsprechend auf die Bauern aufgeteilt. Und hat natürlich so eine größere Reichweite. So, dann könnten wir eigentlich dann den Kampe bei uns ins Silo ableeren. Falls wir dann noch brauchen, können wir immer noch wieder daraus abzapfen, weil es halt ja einfach näher liegt. Das heißt, wir könnten diesen jetzt dann zu Feld 5 runterfahren, wo eigentlich unser, was ist ja ursprünglich Feld 5 war. Das haben wir geopfert. Das heißt, wir würden da jetzt dann diesen zum Feld 5 runterschicken und dann manuell ins Silo ableeren. Während wir hier weiter Ballen sammeln. Rolena ist wieder bei 2/3, hat aber schon 66% des Vertrags abgeschlossen. Das heißt noch 14%, wenn das ganze Feld abgeerntet ist. Wir könnten ja auch mal versuchen, den Standardhelfer loszuschicken. Der sollte ja eigentlich die entsprechenden Punkte auch selbst finden. Bin da ein bisschen vorsichtig, bin da ein bisschen ängstlich, ob das dann auch klappt. Ich glaube, hier bringen wir nicht alles Stroh rein. Das heißt, ja, noch eine Fahrt oder so. Okay, lassen wir weitermachen hier. Das ist alles in Ordnung. 74%. Geht er jetzt wieder unten lang? Nee, kommt oben durch. Das ist gut. Jochen ist heute echt fleißig, also hier das Ballenpressen, Rolena mit dem Drescher, das ist ganz gut. So, hier unten auch Jochen, der ist wieder zweigeteilt, der ist hier am Grobern, wird auch fertig gemacht, off Kamera dann, wenn wir das Feld, werden wir 23, werden wir vorher abgeerntet haben. So, dann schauen wir auf den hier, weil alles andere können wir im Moment nicht weitermachen. Also Rolena, die ist bei 89%. Die wird wieder Vollmeldung bringen demnächst. Hat aber nur noch 2 Bahnen. Aber trotzdem wird die Vollmeldung bringen. Das heißt, wir müssen dann nochmal hochfahren. Ist aber schon bei 73%.
Das heißt eigentlich sehr gut. Das klappt perfekt. Das heißt, wir waren jetzt hier das Leertanken. Und dann holen wir den Rest bei Rolena ab, auch wenn die nicht wieder noch nicht alles abgeben kann. Auch hier wieder die Kurvengeschwindigkeit ist echt ein Problem, weil das einfach nicht gespeichert wird. Wenn ich hier sage, als Standard speichern, das sollte das für alle Geräte übernommen werden, sehe ich, würde ich mal sagen. So, das heißt, ich übernehme hier. Das sind 12.000 Liter, die für uns sind. Ich glaube, das müsste auf jeden Fall der minimale Betrag sein für die ganzen drei Felder. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier nicht in das Gerät einsteigen kann. Das ist halt ein bisschen verbuggt hier scheint. Aber es hat geklappt. Das heißt, wir fahren das wieder zum Feld 23 hoch. Derweil wir oben weiter Ballen sammeln können, dass wir nicht mit Dings in Problem bekommen. Dann hat Jochen hier auch ein... Ah ne, der fährt weiter, das ist gut. Das heißt, wir können weitermachen. Können wir jetzt einsteigen oder... Ne, irgendwie klappt das nicht. Das heißt, ich muss hier so einsteigen. 44.810 Euro. Wir wollten eigentlich noch die Tiere angucken. Machen wir gleich, wenn wir hier durch sind. Während wir auf Rolene, nee, auf den Abfahrer warten, auf den Krampe. Warten wir, schauen wir uns die Tiere dann an. Ich möchte einfach hier so weit wie möglich dranbleiben mit den Ballen, damit die nicht in die Quere kommen. Da fehlen noch zwei, drei. Okay, wir haben noch Platz für 6 Ballen. 42 Ballen. Das ist ein Riesenhänger. Finde ich super cool. Man hier so viel Platz haben. Könnte sich sogar ausgehen, dass wir hier die Vorgewände alle eingesammelt haben und dann das in die Hoch-Runter-Bewegung hier geht. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die Tiere an. Tiere. Hühner. Gesundheit 100%. Die sind hervorragend. Produktivität 99%. 90 Stück Eier haben die gelegt. Die Sauen haben auch 100%. Sind fleißig am Gülle produzieren. Haben jetzt 2300 Liter an Gülle produziert. Und die Angus-Rinder haben erst eine Gesundheit von 30%, weil wir denen nur Heu geben. Das heißt, die werden ein bisschen langsamer gesund, haben aber auch schon 7.833 Liter Dünger quasi produziert. Wir holen noch diese und die nächste Balle, dann sollte der Krampe auch da sein. Das sind wirklich nur noch die zwei Bahnen. Was ist denn hier los? Warum hat er die nicht genommen? Okay, dann fehlt noch eine Balle und dann ist hier auch gut. Ich weiß nicht, warum ich nicht einsteigen kann. Spiel neu starten dann. Aber das mache ich nachher. Nicht jetzt noch, wenn wir es momentan anders lösen können. So, voll ist es. Können wir den jetzt wieder zum Bahnenverkauf runterschicken? Ja, das könnte man machen, weil wir brauchen das nicht, das Stroh. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, das sind wir schneller durch, dass wir das in einer halben Stunde haben. Aber das Ganze hin und her und die ganz verschiedenen anderen Sachen, Nebengeschichten, die noch da sind, die brauchen eben auch Zeit. Der Grober, der ist gut unterwegs. Das heißt, wir können im September dann Feld 12 und Feld 6 anpflanzen. Das passt hervorragend. Dann werden wir da Weizen anpflanzen, werden uns aber dann eine Mühle noch aufbauen, damit wir eben dieses Getreide auch sehr gut nutzen können, um eben Mehl herzustellen. Für die Region, damit auch die anderen Bauern diese Mühle nutzen können und einfach einen besseren Ertrag erzielen zu können. Es ist ja klar, das hat man glaube ich angeguckt, dass Idaho eine sehr gute Landwirtschaft hat. Und auch sehr gut
mit den führenden quasi Produkten daraus dann handelt. Das heißt also, Weizen und so weiter wird ja hauptsächlich exportiert. Das heißt also nicht für den lokalen nationalen Markt gebraucht, sondern eben als Exportgut Getreide, vor allem nach Kanada, nach Mexiko. Also werden wir hier nicht Weizen anbauen, sondern Gerste, damit wir das nachvollziehen können, dass hier eben der Gerstenanbau sehr, sehr fortgeschritten oder sehr gut ist, sehr hoch ist, damit eben hier auch die Malzproduktion. Die haben wir leider nicht im Spiel, aber wir können es auf jeden Fall, indem dass wir Gerste anbauen, quasi simulieren. So, das heißt, es hat jetzt nicht geklappt. Ich bin zu nah an Rohleder rangefahren. Sind wir hier und fahren ein bisschen weiter weg. So, das müsste dann jetzt klappen. Das müsste dann auch reichen, dass Rolena fertig machen kann. Gibt noch diese Bahn runter und dann die nächste Bahn hoch. Könnten wir den wieder zum Abfüllen fahren und wieder hochschicken. Mache jetzt keine Experimente, weil jetzt einfach die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, dass ich jetzt hier nicht die Zeit habe, quasi danach im Dunkeln zu fahren. Sondern dann machen wir das eben wie gehabt. Erstmal zum Feld 5 schicken. Derweil wir gucken, wo die Ballenpresse, der Ballenwagen ist. Und so geht das dann seinen Weg. Der kommt schon fast an. Der ist ja sehr schnell unterwegs. Hervorragend. Vertineda, ganz, ganz cool. Du bist echt flink hier unterwegs. Das heißt, wir werden die Ballen jetzt auch verkaufen, werden hoffentlich auch wieder die 13.000 reinbekommen. Werde jetzt hier übernehmen, damit wir da in einem durch das quasi abladen können. So. Dreizehn, 15.000 sogar. 61.000 haben wir jetzt. Das ist ja hervorragend. Dann gehst du wieder zu Feld 23 hoch, weil da gibt es noch ein paar Ballen für dich. Die werden wir dann aber nicht mehr verkaufen, weil die brauchen, können wir dann lagern, weil es nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr einen vollen Hänger voll gibt. Dann könnten wir hier schon gucken beim Nummer, wo denn diese hier ist. Da ist es gut. Rolena ist noch nicht ganz voll, denke ich mal. Also die wird das durchfahren können. Das heißt, jo, wunderbar. 79%. Wir könnten eigentlich langsam anfangen, hier mal teilweise zu verkaufen. Werden wir jetzt auch machen. Und zwar hoffe ich, dass es korrekt vonstatten geht. Ich mache mal eine Speicherung hier, damit wir das richtig haben. Dann einmal speichern. Dann machen wir eine Speicherung hier und zwar 14er Stand. Das speichere ich mal auf den Desktop. Und dann fangen wir an. Okay, I. Das ist Feld 23, das verkauft wird. Gut. Das heißt, das ist mal das hier. Dann stellen wir den weg. Feld 23. Also das heißt, hier muss noch ganz wenig kommen. Okay, dann fahren wir weiter. Dann ist der auch abgeschlossen. Und jetzt müsste das eigentlich reichen für das 56er. Ja, das wird nicht reichen. 56 war doch eher ein größeres Feld. Okay, das heißt, wir müssen die beiden hochschicken. Also einen müssen wir noch voll machen. Nee, du fährst zu Feld 23. Weil da kannst du nämlich den Rest von Rolena abtanken gehen.
Weil die ist bei 62%, 82%. Ich glaube, der andere ist angekommen. Ich könnte mir jetzt eigentlich ein Feld Dings runterfahren lassen, ja? Vielleicht reicht das sogar schon. Vielleicht reicht das sogar. Es scheint, dass Rolina beendet hat. Das heißt, wir fahren die aus dem Weg. Das heißt, wir fahren dich aus dem Weg, damit der Ballenwickler hier entsprechend arbeiten kann. Wir fahren dich nämlich da jetzt runter zum Feldrand, damit du nämlich den direkt abtanken kannst. Schon wurde die Beleuchtung eingeschaltet. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen. Werden auch danach noch die ganzen Maschinen zurückfahren müssen, sauber machen und wegparken, damit wir den Tag mit reinem Gewissen beenden können. Schon wieder 1:10 gedreht hier. Also das heißt, es muss ein bisschen schneller und vorwärts gehen jetzt hier. Ich lasse jetzt erstmal die Bahnpresse durcharbeiten, weil das ist im Prinzip ja nicht mehr alles. Nur noch Hoch- und Runterbewegung, also keine Komplikationen bezüglich der rumliegenden Ballen. So, dann schauen wir mal zu Feld 5. Da sind nämlich auch schon angekommen. Dich können wir sauber machen, weil es kommt ja... Nee, der andere fährt zu 23 hoch. Das ist gut, der wird abgetankt. Den können wir sauber machen. Können wir auftanken. Ja, tanken braucht er nicht, das ist in Ordnung, aber sauber machen müssen wir den. So, war ein cooler Tag, hat viel, viel Arbeit gebracht. Wir haben einiges erledigt, Herr Ortega kann zufrieden sein. Wir haben auch einiges an Geld verdient, auch wenn es nicht zum besten Preis war, entsprechend unserer Guideline, die wir hier haben. Hervorragend, also wir haben mindestens 26.000 Euro verdient. Werden wir natürlich dann am Abschluss, als Abschluss des Tages hier entsprechend natürlich in der Statistik dann sehen. Hubergump ist angekommen, das heißt, wir könnten da versuchen, jetzt die Aufträge komplett zu beenden. Hoffentlich reicht das. 3. Nee, das reicht nicht. 94. Das heißt, du musst jetzt wieder, du fährst jetzt zurück zu Feld 5. Du kannst geparkt werden, weil der Rest sollte eigentlich passen. Von dem, was Rolino noch im Tank hat, ist auch angekommen. Das heißt, das ist die Ballenpresse, haben wir gesagt. Ja, wo ist denn eigentlich der andere? Ist hier hoch am Fahren. Okay. Schaut mal ganz kurz auf Echtzeit um, damit wir trotzdem noch ein bisschen Licht haben, wenn wir den Rest noch machen. Hafer haben wir wie viel jetzt bei uns im Silo? Das müsste jetzt 24.000 sein, 12.000. Ja, okay. Ja, das muss wahrscheinlich das sein, was uns erwartet. Da auf jeden Fall glaube ich, dass wir die 5% dann mit dem, was hier noch verbleibt, abliefern können. So, dann, wo ist jetzt denn dieser, der kommt auch langsam voran, ne? Ich möchte das so schnell wie möglich abschließen jetzt. Okay, dann stellen wir den halt mal weg, derweil. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, hier dann auf dem Hof ein bisschen Licht zu montieren. So, dich parken wir, dann können wir den Rest noch holen. Da ist dann nämlich sicher auch der andere oben angekommen. Der grobe Auftrag ist auch noch im Gange, da ist noch einiges zu tun, aber das wird ja dann halt per Nachtschicht hier weitergeführt. Das werden wir nicht mehr hier aufnehmen und mit dabei sein. Das wird nebenbei passieren. Jochen ist ein sehr fleißiger Mitarbeiter hier. Okay, dann schauen wir hier oben hin. Da ist nämlich der angekommen. Können wir hier abschließen und den Automat manuell weiter. Wir haben natürlich auch den langsamsten Trecker genommen für das, ne? Das ist ja auch ein bisschen doof gewesen halt. Ja, der Fahrer 2 ist angekommen bei Feld 5. Das heißt,
bei uns auf dem Hof. Da müssen wir dann auch noch mal am Hof entsprechend alles einstellen, dass wir auch den Hof als Fahrnetzwerk quasi verfügbar haben. Also hier muss definitiv ein bisschen Licht her auf den Hof hier. Wie sieht der Tankfüllmenge hier auch? Der ist auch in Ordnung hier. Okay, dann hoffe ich jetzt, dass ich, wenn ich jetzt den runterfahren zum Bubas Farmers Markt, dass das auch reicht diesmal. Müsste eigentlich reichen jetzt. Okay, dann können wir nämlich den Drescher hier wegparken. Das heißt, wir können das Schneiderwerk abladen, den Drescher falten und zum Hof schicken. Der hat einiges getan, also da ist der Tank tatsächlich schon halb leer. So, Rückwärtsgang ausschalten und zurückfahren. Das hängt sich ein, hervorragend. Wenn ich den jetzt aber losschicke, dann fährt er mir überall in die Quere rein. Das heißt, ich könnte aber den hier losschicken, das passt. Dann ist der andere sicher auch fertig. Das heißt, wir könnten dem hier jetzt den Restauftrag geben. Ach Mensch. Okay, dann der kann abgeholt werden und nach Hause gefahren werden. Das wird langsam auf jeden Fall. Das mit dem Ballen sammeln, das klappt hier hervorragend. Schicken wir den runter und dann fahren wir den Drescher manuell runter. Steigen wir in den Drescher und den fahren wir eben manuell heim. Ich würde mal sagen, wir warten noch kurz ab, bis der unten angekommen ist bezüglich der Anlieferung des Restbetrages für den Auftrag 56. Schließen die Aufträge dann ab und danach beenden wir dieses Kapitel. Ist ein bisschen länger gegangen als geplant oder gedacht. Hätte man eventuell zwei Kapitel draus machen können. Sei es wie es will. Wir haben es jetzt so gemacht. Wir werden danach uns ein bisschen besser daran halten, was die Dauer der Kapitel angeht. Ist jetzt halt so. Und somit haben wir etwas gelernt, sind vorwärts gekommen, haben ein bisschen Idaho kennengelernt, ein bisschen deren Geschichte kennengelernt, dessen Geschichte kennengelernt. Werden jetzt dann eben den August hier abschließen und entsprechend auch das Startkapitel, also die Einführung im Prinzip, hat ein bisschen länger gedauert, sind 8 Kapitel geworden mit der Einführung und dem sich zurechtfinden hier. Wird jetzt natürlich dann abgeändert. Im September wird Vollgas gegeben, denn wir sind eigentlich jetzt durch mit der Kennenlernphase. Das heißt, wir können jetzt uns tatsächlich der Kooperativarbeit hier widmen. Wir werden dann auch gleich gucken, was das Platzieren einer Mühle kosten würde, wie viel Platz das in Anspruch nehmen wird. Dann wäre dann das auf jeden Fall einer der nächsten Schritte, damit wir hier der Community rund um das Hobbs Hollow quasi die Möglichkeit geben, eben Mehl herzustellen und dann vielleicht in einem weiteren Schritt sogar eben in die Brotproduktion mit einer Bäckerei einzusteigen. Das werden wir sehen, wie wir das machen. Dann wird man auch gucken, was John Deere dran zahlen würde, damit man eben lokal arbeiten kann hier. Also Kilometer Null wäre natürlich vielleicht sogar im Sinne ein bisschen von John Deere, die ja auch mit einem Partner sind in diesem Precision Farming Modul, was vom European Institute of Technology sehr stark gepusht wird und wo auch eben Giants und der Farming Simulator einen Großteil in der Sensibilisierungsarbeit hat. Und daher bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, ob John Deere da auch in dieselbe Marschrichtung gehen würde und sagt, okay, wir beteiligen uns beim Bau einer Mühle hier, um eben den lokalen Bauern ein bisschen Nachhaltigkeit zu geben. Wunderbar. Das heißt, wir machen jetzt hier gleich dann Feierabend. Hoffe, ich weiß auch nicht ganz genau, wenn der bei diesem Markt ankommt.
Leider haben wir den langsamsten Trecker genommen. Das ist der 59, der 49, 55, genau. Okay, der ist schon angekommen, Schneidewerk. Das heißt, wir sind auch gleich bei dir. Der Drescher muss auf jeden Fall getankt werden. Muss gewartet werden. Wie ist dessen Zustand? 20%. Da muss definitiv zumindest getankt werden. Sowohl Diesel wie auch AdBlue. Also Def. Sorry, Nachbarn. Ich weiß es. Gut, es ist erst 7. Ihr seid es gewohnt, hier neben dem Bauernhof zu leben. Das heißt, es kann einfach auch mal sein, dass wir nachts arbeiten müssen und hier dann eben nachts ankommen. Die Bahnpresse ist auch gleich fast da. Carmen hat die Arbeit gestoppt, weil das Gerät ist voll. Das heißt, also wir haben nochmal einen vollen Ballenwagen. So, das heißt, stell dich gleich mal zu der Werkstatt. Da müsste eine Revision kommen, gucken, ob alles in Ordnung geht nach 3 Feldern Einsatz. Natürlich werden wir erstmal hier tanken. Okay, dann schauen wir mal hier oben hin. Also wir haben Carmen hier stehen. Und da gibt es keine Ballen mehr. Das ist ja cool. Ich glaube, die hat alles aufgesammelt. Das heißt, du fährst natürlich dann auch zu Feld 5, weil diese Ballen, die wir jetzt hier haben, die werden gelagert. Ein bisschen was für die Zukunft zu tun hier. Okay, wir haben tatsächlich alles aufgeladen. Hervorragend, das ging ja echt alles ziemlich geschmiert, hervorragend gemacht. So, dann gucken wir doch mal, wann dieser bei Bubamarkt hier unten ankommt, wenn der nicht schon da ist. Ach, der ist wieder im Stecken da. Das heißt, er könnte sich ja auch melden. Er hat einfach einen kleineren Kurvenradius, daher klappt es nicht. Kommt er da nicht rum? Alle anderen kommen rum. Okay, dann laden wir hier ab und hoffen, dass es jetzt tatsächlich reicht. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, abgeschlossen. Wir haben noch 2609 Liter drin. So, jetzt schließen wir diese Aufträge ab. Damit haben wir Herrn Ortega ziemlich geholfen. So, abschließen 14.000. Abschließen 4.000, abschließen 12.000. Das heißt, wir sollten jetzt so knappe 100.000 haben, 92.943 €. Wir ziehen eine Bilanz hier. Und zwar haben wir Lohndienstleistungsumsatz von 33.763 € bekommen. Haben ein bisschen was an Ernte bekommen hier. Das haben wir verkaufte Ballen, haben wir 32.000. fast 33.000 € gekriegt. Das ist auf jeden Fall eine super Sache hier. Sehr schön, wir haben den ersten Tag positiv beendet. Wir haben insgesamt einen Plus gemacht von 27.320 €. Ich möchte mal kurz gucken, was eine Mühle kosten würde. Mal gucken hier die Angebote hier. Oh, wir haben hier einen Opa, ein Tiger 6S stehen, der ist für 53% weniger. Das ist ja echt nicht schlecht. Produktion, Mühle. Bäckerei, Molkerei, Getreidemühle würde kosten 96.000 €. Ist ziemlich groß im Footprint. Weiß, dass ich nicht genügend Geld habe. Ist da auch noch andere Versionen? Multiproduktionsfabrik, das ist nicht dafür gedacht. Ja, das ist gut. Also das heißt, 96.000 brauchen wir. Schauen, was
Werden wir sehen, was John Deere dran sponsert, ob da auch was kommt von John Deere. Das werden wir dann im nächsten Kapitel beziffern und betrachten und natürlich auch entsprechend im Plenum bestimmen, wie das weitergeht, je nachdem, was das Angebot sein wird. Wir würden jetzt hier das Kapitel beenden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein. Ich entschuldige mich, dass dieses Kapitel ein bisschen länger geworden ist. Hoffentlich hat es euch trotzdem Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal im September wieder, wenn es dann Richtung Spätsommer geht, Anfang Herbst geht. Und dann werden wir gucken, wie das hier dann weitergehen wird. Da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, tschüss und hasta luego.